So, heute habe ich für euch mal wieder ein schönes Stück Holz. Nein, also es ist nicht nur Holz, da ist auch noch was drin. Was da genau drin ist, das schauen wir uns gleich am Intro an. Los geht's, Kinders. Willkommen bei Frankly Mr. Z. Ich bin heute in Indien unterwegs und habe für euch den Indri Single Cast Nummer 303 Germany Exclusive. Und das kommt in so einer schicken Holzbox. Die finde ich, sieht sehr, sehr cool aus. Die kann man dann hier so aufschieben. So. Und dann kann man sich hier 1A den Whisky rausholen. Schiebt das mal hier so ein bisschen an der Seite. Guck mal, muss man auch hier wegnehmen. So, und dann kommt hier die Bulle raus. So. Warum habe ich das Ding? Ich war auf der Whisky Palatina und da haben die den, glaube ich, mitgehabt. Also, ich weiß nicht mehr, an welchem Stand das war. Die haben den auch, also irgendein Händler hatte den da am Stand und jedes Mal, wenn irgendjemand rauskam, hatte der so einen Single Cast in der Hand. Und ich dachte, okay, warum, wieso, weshalb? Ne? Und also Whisky aus Indien habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit und ich habe irgendwie nicht zugegriffen. Preislich war der auch total attraktiv, lag glaube ich bei 70 oder 80 Euro. Und da habe ich gedacht, komm, nee, muss jetzt nicht unbedingt. Ne? Und dann hörte ich halt immer mehr Leute, ja, richtig geil, bla 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 und so. Und dann gab es auf der Messe keinen mehr. Ja, dann habe ich irgendwie gewartet. Und irgendwann, ich glaube Mitte Oktober oder Ende Oktober war, glaube ich, Release davon, offiziell. Und wie gesagt, es gab nur 180 Flaschen und normal mache ich halt, also ich mache normal nicht mehr so gerne Videos, wo man halt nicht mehr so eine Flasche bekommt. Ist das eigentlich immer schwierig, auch für euch, ne, weil ihr wollt natürlich euch so ein Video angucken, weil ihr euch die Flasche organisieren wollt oder mal hören wollt, wie findet Friendly Mr. Z die Flasche denn? Andererseits ist das halt auch immer doof. Da mache ich das Video halt, aber gucken sich irgendwie nur ein paar Leute an, ist auch doof. Also, aber ich habe bei dem, habe ich mir gedacht, ne, komm, irgendwie auch jetzt noch wird das Ding irgendwie voll abgefeiert. Und habe ich mir gedacht, nee, wir machen das jetzt. Ich habe mir jetzt so eine Bulle besorgt und jetzt gibt es für euch hier einen 7 Jahre alten indischen Single Malt Whisky, Indri Single Cask aus der Piccadilly Distillery. Und das ist ein Weinfass gewesen. Wie gesagt, 180 Bulls, 7 Jahre altes Zeug in exklusiv halt für Deutschland abgefüllt mit 58,5%. Ich finde, vom Design machen die auf jeden Fall auch was her. Kann man jetzt nicht anders sagen. Sieht ein bisschen so aus wie die Ben Bracken Flaschen, ne? Wenn man da, ne? Passen, glaube ich, auch nicht ins Regal. Mal kurz gucken. Doch! Da ist dieser halbe Zentimeter, der bei Ben Bracken zu viel ist. Den haben sie hier am Korken wahrscheinlich weniger gemacht, damit das ins Regal passt. Also, Indri Flaschen passen ohne Umverpackung. Also, die Holzbox passt nicht ins Kallax Regal. Also, Indri Whiskys passen ohne Holzbox auf jeden Fall in das Regal rein. Gut, ich würde sagen, ich halte mal meine Nase rein und guck mal, was die da so abgefüllt haben. Also los geht's, Kinders. Das riecht gut. Da habe ich schon direkt wie bei diesen uralten irischen Whisky-Abfüllungen, ne? Da habe ich immer so eine krasse Maracuja-Note drin. Die habe ich hier auch. Der riecht schon nach altem Whisky. Ich habe so Maracuja-Moment, intensiv Maracuja, Blutorange, so einen leichten Oldschool-Geruch. Einfach, also der riecht einfach, als wenn der 20 Jahre alt wäre, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht sogar noch älter. Der hat so einen richtig, richtig krassen Oldschool-Geruch in der Nase. Boah, ist der fruchtig. Boah, dieser Maracuja-Moment ist ja heftig. Also Kinder, auch keine Sorge, ne? Wer keine Flaschen mehr abbekommen hat, die landen auf jeden Fall in der Teilung. Also ganz ehrlich, Leute, das riecht weder nach 58% noch nach irgendwie, keine Ahnung, einem jungen Whisky. Also 7 Jahre, ich glaube, in der Blindverkostung, wenn du den irgendwo mit reinschmuggelst, da kommt niemand drauf. Den halten alle für einen alten Iren. Also ich würde hier von der Nase her niemals auf irgendeinen indischen oder sonst was Whisky tippen. Ich würde immer sagen, diese Note, diese Fruchtnote, die der hat, die habe ich fast immer nur bei richtig alten irischen Whiskys. Bei Bushmills zum Beispiel habe ich das fast jedes Mal.
Nur hier die 30 Jahre alten oder 27 Jahre alten Bushmills, die sind einfach krass. Die haben alle diesen krassen Maracuja-Geruch. Schön, also gefällt mir. Kommt jetzt noch so ein bisschen Vanille hinzu, aber hauptsächlich dominiert hier Maracuja und Blutorange. Hammer. Gefällt mir richtig gut. Ja, dann, Kinas, auf euch. Prost. Krass. Boah, ist der lecker, ey. Boah. Wuhu, das ist ein richtig geiles Teil. Also, ja, die 58% machen sich hinten raus erst bemerkbar. Erst voll angenehm und dann so, bam, schlagen die wie mit so einer Faust einfach zu. Aber Leute, ist das lecker. Boah, ist das gut. Das ist wirklich so eine richtig geile Mischung aus so einer Pink Grapefruit, Maracuja, Blutorange und dann ist da einfach 8 Liter Vanillesoße drüber gekippt. Das ist geil, Leute. Ey, ich raste aus. Das ist einfach, das ist eine Fruchtexplosion im Mund und dann kippt dir einer noch so ein Liter Vanillesoße hinterher. So eine richtig, also richtig geil. Also das ist so richtig cremig, süffig. Erst sehr mild, dann kommt der Alkohol. Also klar, das merkst du auf jeden Fall. Aber wow, was ein Brett. Ich probiere mal einen Schluck. Junge, Junge, Junge. Also es ist wirklich, also ich sag jetzt schon mal, es ist für mich ein 5 Daumen hoch Whisky, absolutes Brett. Auch wenn ich hinten raus ein bisschen das Problem habe, dass er ein bisschen krass schiebt, aber gut, der Geschmack ist so geil, geht für mich auf jeden Fall noch klar. Ich bin wirklich überwältigt gerade, weil ich bin... Also ich habe ja noch, also ich glaube, indischen Whisky habe ich, glaube ich, zweimal im Glas gehabt oder so. Ne? Ich glaube, mal ein Amrut oder so und das war alles irgendwie schwierig. Aber das hier, Hammerzeug. Hammerzeug, wirklich. Also erst auch dieses cremige Mundgefühl und der schmeckt auch einfach nicht nach einem super jungen Whisky. Klar, an dieser leichten Schärfe hinten raus, dass der Alkohol schiebt, da merkst du halt einfach, okay, der hat noch Bums dahinter, der könnte noch was jünger sein, aber vorher, wow, ist das einfach, keine Ahnung, wie 20 Jahre alter Whisky, ist einfach geil. Was soll ich dazu nur sagen, Leute? Also, wer davon eine Buddel geholt hat, Glückwunsch, alles richtig gemacht. Boah, der hätte mal mehr Flaschen vom abfüllen müssen. Ey, 180 ist einfach zu wenig. Mann, sowas ärgert mich jetzt, ne? Weil das finde ich halt immer dann doof. Ne? Also du hast dann irgendwie so eine Abfüllung, die einfach richtig brettig ist und dann ist das dann super schwer, die zu bekommen. Ne? Also ich weiß nicht, wenn es die noch irgendwo gibt, Leute, sollte man zugreifen, für den Preis kann man dann mitnehmen, plus dieser schicken Holzbox dabei, kann man echt nichts sagen. Ne? Also überlegt mal, für 70, 80 Euro, was das Ding kostet, dann noch mit der Box dabei und so, Wahnsinn. Und dann noch ein schönes Weinfass. Ganz ehrlich, da kann man echt nicht meckern. Also wer das Ding zu Hause hat, Glückwunsch. Schön aufmachen, probieren, trinken. Wer den probiert hat, zum Beispiel auf irgendwelchen Messen oder so, gerne Feedback dazu in die Kommentare, würde mich sehr darüber freuen. Lasst mir ein Like, abonniert meinen Kanal. Wenn ihr Lust habt auf Teilungen oder auf Online-Tastings, einfach hier unten drunter auf meine Links klicken, kommt ihr in den Shop beim Brüder Whisky Haus. Da ist oben mein lustiges Foto drauf und da sind meine ganzen Flaschenteilungen und meine ganzen Online-Tastings hinterlegt. Würde mich freuen, euch da bald mal begrüßen zu dürfen, auch live vor der Kamera. Und jetzt würde ich sagen, wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.